Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Ja, das hier wird jetzt ein 20 Minuten Teil werden, weil es gab immer noch keine Entscheidung deswegen von euch und deshalb gebe ich euch mal zum Vorgeschmack ein 20 Minuten Video von Fallout New Vegas. Und wir sind hier gerade dabei hier rauf zu gehen, weil uns irgend so ein Kerl darum gebeten hat hier mal rauf zu gehen. Und ich sehe lauter Geckos. Okay. Das ist definitiv jetzt nicht gut, wie es hier gerade anfängt. Okay, nee, dann nehmen wir doch mal unsere andere Waffe. Hier, bam. Hier, zack. Hier. Steht hier wohl? Geht doch. Meine Fresse, ist doch hier nicht so schwer zu sterben, oder? Sache von ein paar Sekunden. Die machen daraus mal wieder so einen Akt. Hey, cool, Level Up. Okay, wir sind in Stufe 2. Wir werden jetzt überleben auf 25 war es, glaube ich, tun. Sprache tun wir auf 35, Medizin auf 40 und den Rest tun wir auf Dietrich. Ich weiß, wir haben jetzt nichts aus Schusswaffen getan und dafür ist mir der Rest einfach zu wichtig. Also, schnelles Nachladen, 25% schneller Nachladen brauchen wir nicht. Das mit dem Fertigkeitsmagazin brauchen wir eigentlich auch nicht. Weiblichen Gegner mehr Schaden zufügen und Dialogoptionen eventuell. Ein Spezialattribut, dafür ist mir das Level Up zu schade. Mehr Erfahrung, sinnlos und eingefleischter Junggeselle. Ladykiller oder eingefleischter Junggeselle? Ich glaube, ich nehme... Wir treffen eigentlich auf mehr Jungs. Also ja, männlichen Gegner mehr Schaden zufügen. Auch wenn es uns jetzt gerade ganz viel bringt, weil wir uns mit so vielen Jungs anlegen müssen. Gut. Kurzer Save. Ich weiß, da hat man jetzt gerade was anderes gesehen, weil ein Kumpel heute gespielt hat bei mir. Da wollte mich das Spiel mal sehen und habe ich gesagt, ja, kannst du mal ruhig ausprobieren. Und dann habe ich ihn aber mal gelassen. Oh, das sind viele Geckos. Nein, alles mir gerade nur so voll, dass da eine Gecko da gestolpert hat. Alter, lass mich in Ruhe. Alter, nein. Dafür ist mir Munition jetzt die zu schade. Hier. Boom, 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 boom. Ja, hau ab. Hier, fick dich. Ja, erst noch verpissen wollen und dann ihr anlegen, ne? Hier. Zack, kriegst einen Headshot. So. Auf dem Rückweg werden wir natürlich beim Lagerfeuer anhalten. Cool. Brauchst du nicht den Kopf so zu halten? Also irgendwie sind mir die Geckos ein wenig zu einfach. Na komm, wir sterben. Treffen muss ich natürlich auch können. Alter! War irgendwie schon faszinierend, dass Geckos auf zwei Beine laufen. Das nenne ich geskillt. Scheiße, jetzt haben wir nur 9 Schüsse. Gut, die restlichen Schüsse sollten uns jetzt gut aufbewahren. Ja, du hast auch schon mal besser ausgesehen. Okay, sonst ist hier nichts, oder? Obwohl hier. Kühlschrank. Atomcocktail. Okay, Junkfood brauchen wir nicht unbedingt. Aber Eichhörnchen, ein schön knuspriges Eichhörnchen-Imbiss. Bärenfalle entschärfen, die kriegen Erfahrungspunkte. Okay, hier ist nichts. Oh! Johnny! Söldner Chamberlain brauchen wir nicht. Du hast deine Karte. Hä? Wir haben irgendeine Eingebung gerade gehabt. Ich meine gerade so dieses... Ihr habt es vielleicht jetzt auch gerade gehört, dieses... Das ist ein Zeichen gewesen für chaotisches Ödland oder dieses verrückte Ödland da. Und... Ich würde jetzt gerne wissen, was das gewesen ist. Liegt vielleicht daran, weil der Kerl hier Johnny heißt oder weil er so eine komische Fresse hat. Na komm, Johnny, komm, gehen wir mal hier runter. So, ne? Hier. Ja, genau, Johnny. Ja.
Gut, machen wir uns auf den Rückweg. Safen wir hier mal wieder. Ich weiß, ich safe hier oft. Deserteur. Wird es dadurch eigentlich gut oder böse? Genau, unser Ruf. Nee, Deserteur, wir sind neutral. Hey, cool, da ist ja der Kerl. Sorry wegen der Lüge, aber danke, dass Sie die Geckos erledigt haben. Jetzt komme ich an die Beutel da oben, wenn ich mit Ihnen fertig bin. Na toll. Jetzt habe ich dich. Na toll. Reicht schon. Die sterben. Boah, ey, ja klar, nachladen. Boah, den hätten wir deutlich schneller killen können. Ja, den werden wir auch deutlich schneller killen, weil dem einer ist natürlich mal wieder so elendig genial nachladen musste. Den werden wir auch schneller killen, weil dafür sind mir definitiv die Stimpacks und das Leben zu schade. Sorry wegen der Lüge, aber... Okay, hier. Hey! Na los! Hier, wir sterben. Na, scheiß nachladen, ey. Ja, jetzt rennst du weg, ne? So. Wir haben trotzdem genauso viel Leben verloren wie vorher. Ach, scheiß drauf. Ein Baseballschläger nehmen wir mal ein Messer. Die Munition nehmen wir mit und auch seine Pistole. Jetzt können wir nämlich unsere Pistole damit ein wenig reparieren. Ich glaube, das war unsere. So. Gut, jetzt haben wir die in einem etwas besseren Zustand. Wir haben eine 10 mm. Die im Prinzip sogar etwas mehr Schaden macht. Aber okay. Wir passen uns erstmal ins Stimpack. Und man sieht, unser Leben erhöht sich nun allmählich. Liegt am Hardcore-Modus. Und nachladen. Okay, hier komme ich vielleicht runter, ohne Schaden zu kriegen. Ja. Gut, dass da vorne stand. Ist das da vorne eine Lagerfeuerstelle? Die noch nicht ganz. Ja. Gut. Vielleicht können wir jetzt unser Gecko-Fleisch machen. Ja, Gecko-Steak. Akzeptieren. Wir machen uns 16 Gecko-Steaks. Akzeptieren. Wir machen uns einen Burger. Und hier ein bisschen Heilpulver. So. Jetzt haben wir auch erstmal, wenn es ums Hunger geht, erstmal ausgesorgt. Und es gab noch keine Antworten bezüglich, ja, gut oder böse. Und so, also ich war ja eigentlich für böse. Ihr habt ja noch keine Antworten darauf gegeben. Ich wollte es eigentlich wie so eine demokratische Wahl abgehen lassen, wo ihr eine Stimme habt, bezüglich auch meine Stimme. Also mir ist es egal, ob wir gut oder böse spielen. Meinetwegen können wir beides spielen. Nicht beides, egal, Fußball. Halt eins von beiden. Ich kann auch mit gut zurechtkommen, auch wenn mir böse lieber wäre. Weil ich das schon in Fallout 3 getan habe und ich möchte sein, als wenn ich nur alles niederballern will. Ja. Ich kann den Mond sehen. Hier. Wildkürbis sammeln. Dann werden wir jetzt erstmal ein wenig böse sein. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt. Geht's hier irgendwo rein? Nein. Ist vielleicht irgendwas drin? Nein. Ist im Briefkasten was drin? Nein. Ist hier überhaupt irgendwo was drin? Ja. Die Vertreterwoche. Falschen um 10. Hier. Nein. Hier. Haus in Good Springs. Chillen wir uns mal rein. Drogen, ein Luftgewehr mit Munition. Hier drinne, Sprengmesser brauchen wir nicht. Es ist im Bett etwas. Warten wir schon mal. Nee, Sandnähler, ja. Der hat nicht mal einen Kühlschrank, doch da. Ich finde es so genial, dass ich vergessen habe, auf die Uhr zu schauen.
Jetzt kommt mir natürlich mal wieder kein Mensch. Ja, ihr seid so Großhörner, ne? Ja. Gut, dann gehen wir mal mit Trudy reden. Weil es hieß ja, wir sollen ja zu ihr gehen. Dann tun wir das auch mal. Alter, ich gerade noch ins Haus reingegangen bin, war es noch nicht so dunkel. Finde ich genial. Wie ist der Mond so nahe? Okay. ECP ist jetzt immer noch da. Er hat wahrscheinlich kein Zuhause oder so. Was das für Easy angeht, haben sie ihn alles aus den Taschen gezogen und so. Hey Trudy. Howdy. Hey Trudy, es ist Sunny. Jetzt ist Schluss mit freundlich. Hm? Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn sie also nicht kaufen wollen, sollten sie gehen. Okay. Trudy. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Okay, zeigen Sie mir Ihr Angebot. Ich habe Ihren Streit mit angehört. Worum ging es dabei? Ich versuche, die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Kennen Sie einen Roboter, der mich gerettet hat? Hat Good Springs viele Besucher? Geht irgendetwas Interessantes im Rest des Öklands vor? Ja, ich habe Ihren Streit mitgehört. Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Wo ist Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Okay, warum töteten Sie Cobb nicht einfach und basta? Sie meinen, ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Was werden Sie tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Okay, Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Das ist idiotisch. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Okay, egal, ich möchte über was anderes sprechen. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Okay, helfe ich Ringo, bin ich also in Good Springs beliebter. Ja, und was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Keine Ahnung, warum sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen, aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Okay, wer war der Mann, mit dem sie sich gestritten haben? Er ist ein Sträfling. Nur ohne Ketten. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Okay, ja, über die Leute, die mich angegriffen haben. Nicht viel. Außer, dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Haben die Angreifer was gesagt, wo sie hin wollen? Ihr Funkgerät ist mir sowas von egal. Wo sind die Kerle hin? Ja, haben die Angreifer was gesagt? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Warum das denn? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Also ich wäre auch irgendwie sauer, wenn man auf mich schießen würde, aber scheiß drauf. Wohin wollen Sie als nächstes gehen? Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Tja, soll ich mal Ihr defektes Funkgerät anschauen? Klar. Von außen sieht man nichts, aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für Sie rausspringen. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann. Okay, kennst du den Roboter, der mich gerettet hat? Ich kenne dieses Ding
So gut wie jeder andere hier. Es lässt uns meistens in Ruhe, was mir nur recht ist. Was macht er hier eigentlich? Ab und zu rollt er ein wenig herum. Sonst macht er nichts Nützliches, soweit ich das beurteilen kann. Keine Ahnung, warum er sich für sie interessiert, aber ich wäre lieber vorsichtig. Bisher hat er noch nie jemandem geholfen. Sie mögen ihn nicht? Er tut zwar sehr freundlich, aber ich vertraue diesem ganzen lustiger Cowboy-Getue nicht. Das ist alles sehr gruselig. Wie lange ist er schon in Good Springs? Er war schon hier, als ich den Saloon vor 7 Jahren übernommen habe. Angeblich hat sein Eigentümer hier gewohnt, aber niemand weiß, wer das war. Schon gut, reden wir was anderes. Hat Good Springs viele Besucher, interessiert mich eigentlich nicht. Ja, mal das Angebot zeigen. Für das... Was hat sie denn? Aufbereitetes Wasser. Wir haben aber selber nicht viel Geld, aber wir haben bestimmt irgendwas, was wir verkaufen können. Sei es zum Beispiel... was haben wir denn, was wir eigentlich nicht brauchen? Das Absinth. Das nehmen wir doch... Nee, das nehmen wir nicht. Mit dem Atomcocktail kann sie auch kriegen. Das Blähfliegenfleisch kann sie auch haben. Nebenbei immer auf die Dings schauen. Auf ihr Geld. Sonstiges Sensormodul. Nee. Hier, 2 Eier kann sie haben. Nicht falsch verstehen. So, die Hälfte von meiner Haut kann sie haben. Jetzt auch nicht wieder falsch verstehen, Leute. Das Vorkriegsgeld. So, jetzt möchte ich gerne was haben. Was hat sie denn? Sie hat nur Hilfsmittel. Nehmen wir uns einmal ein aufbereitetes Wasser mit. Ja, wir akzeptieren. Ein Vergnügen. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt ist die Quest, ja, Ringo Hilfe gegen die Pulvermanditen anbieten. Aber ich persönlich will ihm erstmal lieber das, was Cobb zu sagen hat, anhören. Darum chillen wir uns erstmal zu Cobb. Ich will erst gerne mal wissen, wo denn das Funkgerät ist, von dem sie gesprochen hat. Die Jukebox. Fein. Finde ich echt nice, dass sie uns gesagt hat, auch wo diese Box steht. Okay, vielleicht sagt die Notiz was. Das Funkgerät der Prospekt des Protector-Salons in Good Springs wurde durch Reisen großkrank kaputt gemacht. Huli hat ja. Und wo ist das Funkgerät? Finde ich mal wieder äußerst sozial, dass sie uns auch mal gesagt hat, wo das Gerät ist. Ich weiß, wo ich es nicht reparieren kann, aber ich würde es gerne sehen, wie viel Reparaturskill ich davon bräuchte. Hallo. Gut. Ich finde es nicht. Hier ist doch alles heile. Ist irgendwo hinten versteckt? Nee. Ach da! Es soll es sein. Das Funkgerät reparieren. Oh, es war doch so einfach. Soll das Ding schon gewesen sein? Gut, wo ist denn jetzt die Trudy hin? Ich möchte mein Geld haben. Howdy. Ist wahrscheinlich rausgegangen. Ach, scheiß auf. Mit der werden wir bestimmt noch sprechen. Aber ich möchte erstmal mit Cobb reden. Wenn ich wüsste, wo dieser Kerl abgammelt. Gut, was bist denn du für ein Kerl? Ein Good Springs Siedler. Nehmen wir ein paar Sachen hier mit. Der züchtet Kakteen. Gut, jetzt müssten wir irgendwie Cobb finden. Und vielleicht kann uns ja Sunny sagen, wo Cobb ist. Kommt mir jetzt gerade so ins Gedächtnis. Ist ja nun mal so ein Gedanke. Hallo, bleiben Sie noch länger? Ja, ich bin ja zufälligerweise etwas Arbeit. Nein, nicht in Good Springs. Wenn das meist... Okay, nee. Eigentlich habe ich die Safe bereits geknackt. Oh.
Auf Wiedersehen. Okay, wir gammeln jetzt weiter im Prospector ab. Gut, hallo. Dass du dich auf den Schuh stellen kannst, also... finde ich sehr schön. Und vielleicht kannst du Easy Pete was sagen? Wo sind der jetzt hin? Die Sache kommt mir jetzt höchst griechisch vor. Da unten sind nur Großhörner. Da vorne ist dieser eine Siedler. Ich würde gerne mit dem Kopf reden. Ach, gehen wir mal hier rein, in den General Store. Vielleicht können wir da rein, ohne dass es als Einbruch gilt. Gehen wir mit. So, Gemischtwarenhandel. Bla bla. Wenn keiner hier ist. Was können wir denn so mitnehmen? Schockwaffe, die Pistole. Elektroschrott brauchen wir nicht. Und ich höre die Musik ganz deutlich. Die Rüstungskoffer. Ist ja voll die fette Rüstung. Und hier aufbereitetes Wasser nehme ich mit. Reden wir mal mit ihm. Mit Chat. Howdy. Auch wenn wir den Part gleich beenden müssen. Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat sie wieder zusammengeflickt, richtig? Hätte nicht gedacht, dass sie sein Haus je wieder verlassen. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Okay, warum ist Überschussmunition minderwertiger? Das ist das Prinzip Masse statt Klasse. Bei dieser Art von Munition muss die Waffe oft gereinigt und neu eingestellt werden. Okay, was wissen Sie über die Lage der Pulverbanditen? Wenn Ringo nicht alleine loszieht, sollten wir ihn ausliefern, denke ich. Die Stadt sollte sich in dieses Problem nicht einmischen. Halten Sie mich jedoch nicht für einen Feigling. Wir sind alle Kämpfernaturen und wenn nötig, opfern wir unser Blut. Aber wir suchen keinen Ärger. Okay, auf Wiedersehen. Gut, ich wüsste ja gerne, wo der Cop ist. Weil bis jetzt heißt es nur Hilfe anbieten, aber ich weiß auch definitiv, dass wir das anders können. Boah, ist er, boah. Gehen wir mal. Keine Ahnung, wo der Kerl sein könnte. Naja, wie dem auch sei, wir gehen noch wacker hier rauf. Und dann werden wir den Part beenden. So. Hier oben sind wir. Also Leute, das war mal wieder Let's Play Fallout New Vegas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Also, ciao!